Servus, ein Sommerpfalzé. Ich bin gerade unterwegs, Sonntag früh. Ein Sturm da. Zu so einer Waldweihe. Mit so einer Waldweihe hinten. Ja, nehme ich die jetzt mal kurz mit. Wird nichts langs. Aber bist du dabei? Ich habe gerade schon andere Weihe hinten fotografiert. Aber da das ja quasi auf der Flur war und ein Sturm war, da habe ich gedacht, kann ich sowieso nichts einlabern, zwecks Windgeräusche. Ja, genau. Und jetzt gehe ich heute in den Wald. Heute kann ich nicht einmal meine Kamera gescheit umdrehen, weil es so cool ist. Hey. Jungen, check mal die Lage. Hey. Das ist ein schönes Bächerl. Da kommt dann die Hütten mit dem schönen Weiher. Mit dem schönen Bankerl da oben. Finde ich super. Hey. Echt cool. Auch wenn die Aussicht halt ein wenig beschränkt ist. Aber das ist echt eine Oase da. Ja, wunderbar. Was mir halt gut an der Konstellation meiner Fotos gefällt, ist halt, wenn du ein bisschen mehr zeigt, ja. Weil, also die Winkel und das, aber das bringe ich halt nicht rein, ja. Zu einer anderen Ansicht für die Hütten gemacht. Manchmal ist es halt so, wenn ich das reinbringe, auch mit so Lagerfeuerstellen und so, dann habe ich das halt im Endeffekt dann drin, ja. Genau, und ich träume jetzt quasi wieder aus dem Wald hinaus, weil es ja auch ein bisschen gefährlich ist, ne. Da hat es schon überall so Fichtenzapfen oben. Und so Asseln oben, und bevor mir da jetzt was am Kopf fällt, gehe ich quasi wieder raus aus dem Wald. Und dann ist der Flock quasi aus, ja, heute kommt da nichts mehr. Wollen wir dann noch den von gestern schneiden, den lade ich jetzt dann auf. Und dann, jetzt ist es quasi Sonntag früh, mache ich dann noch Mittagessen und ja, Lage checken halt, ne? Genau, also Freunde im Internet, in diesem Sinne, letzte Büttel da von heute, von der schönen Weihhütten. Ja, heute mit der Nervi-Hage. Ciao dann!